Hallo, ich bin's wieder, die Miraschan, und heute gibt es eine erneute Buchvorstellung von der Autorin Ramona Nagel. Dies ist das dritte Buch und es ist diesmal nichts mit einer ganzen Geschichte, so wie bei Perla, der Auster und bei Luke mit den Umweltzwergen, sondern es sind kurze 11 Geschichten. Direktinhalt für Kinder wieder. Ja, was sind da für Geschichten drinne? Zum Beispiel ist da was mit einem Streichholz dabei, wo dieses Streichholz in einer Klasse ist, wo die Mitschüler nur Feuerzeuge sind. Dann gibt's auch noch eine Kurzgeschichte, ja, mit einem Einhorn. Das hat dann einen Esel als Kuscheltier und braucht halt diesen Esel einfach, um auch einschlafen zu können. Und da sucht dann halt die Familie diesen Esel, weil der Esel verloren wurde. Und dann gibt's auch noch eine Tiergeschichte. Das ist halt eine Welt, wo nur die Tiere leben und in jeder Stadt lebt halt ein anderes Tier. Und sonst sind halt noch viele weitere Kurzgeschichten dabei. Es ist von jedem Themengebiet auch etwas wieder für euch zu lesen und man kann es halt selber lesen oder man liest es einfach seinen Kindern dann vor, als gute Nachtgeschichte. Ja, ich hoffe, euch hat die Buchvorstellung wieder gefallen. Daumen nach oben nicht vergessen, Kommentar wäre auch wieder super und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye!